Von September 1944 bis April 1945 bestand im heutigen Stadtzentrum von Speichingen ein Konzentrationslager der NS-Herrschaft. Das KZ Speichingen war eines der zahlreichen Außenlager des KZ Natzweiler-Strutthof im Elsass. Im KZ Speichingen waren Gefangene aus ganz Europa. Die KZ-Häftlinge mussten für die Mauserwerke eine Rüstungsfabrik errichten. Das Lager Speichingen galt als besonders brutal. Mehr als 100 der etwa 500 Gefangenen starben wegen schlechter Versorgung, wegen Misshandlungen und Mord durch die SS-Bewacher. Als Mitte April 1945 die alliierten Truppen näher rückten, wurden die Speichinger Häftlinge zu langen Fußmärschen Richtung Alpen gezwungen. Zahlreiche Häftlinge verloren auch auf diesen Todesmärschen ihr Leben. Das Ehrenmal beim Friedhof habe ich 1962 aus bis zu 7 Meter Stahlrohren geschaffen. Die Rohre bilden zahlreiche dicht ineinander verflochtene Kreuze. Sie erzeugen den Eindruck von Stacheldraht oder auch von einer Dornenkrone. Ich möchte mit den Kreuzen an das Leid der Opfer erinnern und zugleich auf die einzigartige Schwere nationalsozialistischer Verbrechen verweisen. Den Weg zum Massengrab hinter dem Friedhof begleiten Informationstafeln. Am Massengrab, in dem die Nazis 30 Menschen verscharrt haben, erinnert ein Mahnmal an die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Die Plastik hat der 1927 geborene Tuttlinger Bildhauer Roland Martin gestaltet.